Sehr geehrte Damen und Herren, auch von meiner Seite einen wunderschönen guten Morgen zur Sondersitzung unseres Landtages. Alles dreht sich nur um Corona in den letzten Wochen, Monaten, und Corona ist in aller Munde, und auch die Genese des Haushalts 2021 kann ohne Corona nicht verstanden werden. Deswegen werde ich in meiner Rede immer mal wieder auf Corona zu sprechen kommen müssen. Ich möchte aber auch eingangs eine Bemerkung machen, die mir notwendig erscheint, die ich für wichtig halte. Die vor allen Dingen den unsouveränen Umgang der Altfraktion und leider auch der Landesregierung mit Corona kurz einordnen möchte. Sehr geehrte Damen und Herren, seit Monaten tagen wir jetzt schon als Corona-Parlament. Wir haben ein umfangreiches Hygienekonzept, das wir alle, ob wir es gut halten und für gut befinden oder nicht, selbstverständlich umsetzen. Wir sitzen an unseren Plätzen auf Abstand zum Nachbar. Wenn wir uns erheben und durch den Raum gehen, ziehen wir alle selbstverständlich die Nasen-Mund-Bedeckung an. Die freundlichen Mitarbeiter der Landtagsverwaltung, vielen Dank für Ihren Einsatz, desinfizieren regelmäßig die Kontaktflächen. Ja, da darf man ruhig mal applaudieren. Und die vorgeschriebenen Lüftungspausen, die werden akribisch eingehalten. Trotzdem reicht der Landesregierung der Hinweis auf einen positiv getesteten Abgeordneten im Hohen Haus, um mal eben ganze Landtagssitzungen ausfallen zu lassen. Sehr geehrte Damen und Herren, für mich ist das ein absolutes Unding. Per Mehrheitsbeschluss wird hier vor allen Dingen der Opposition die Möglichkeit genommen, am Rednerpult ihre Position vorzutragen. Das ist kein gutes Vorgehen, das beschädigt die Demokratie, ja, das beschädigt den Parlamentarismus. Eine besorgniserregende Entwicklung, die wir als AfD ablehnen. Sehr geehrte Damen und Herren, und ich denke, da ich das jetzt hier so ausführe, auch an die vielen Krankenschwestern. Ich denke an die Ärzte, ich denke an die Pfleger, ich denke an die Kindergärtnerin, ich denke an die Verkäuferin, die jeden Tag oftmals in überfüllten Bussen und Bahnen zu ihrer Arbeitsstätte fahren und abends mit überfüllten Bussen und Bahnen zurückfahren müssen, die eben nicht unter den so gut organisierten hygienischen Maßnahmen arbeiten können, wie wir das hier im Hohen Haus tun dürfen. Und deswegen ist diese Extrawurst, die Sie sich hier als Altfraktion gebraten haben, etwas, das wir als AfD grundsätzlich ablehnen. Für uns ist diese Extrawurst ein Schlag ins Gesicht der arbeitenden Bevölkerung. Und dass Sie sich, Herr Ministerpräsident, wo sitzt er denn? Da sitzt er, da sitzt in den Reihen der Abgeordneten. Dass Sie sich, Herr Ramelow, so habe ich es aus der Presse entnommen, Sie können es ja gerne korrigieren und nochmal hier ans Rednerpult treten, dass Sie sich, nur weil Sie ja bei der Öffnung einer Straße aus der Distanz einem als positiv getesteten Mitglied des Landtags zugewunken haben, daraufhin in freiwillige Kurzquarantäne begeben. Sehr geehrter Herr Ministerpräsident, das ist für mich wirklich das Sahnehäubchen an fehlender Souveränität. Und Sie können sich, und ein oder andere hat vielleicht ähnliche Gedanken gehabt als ich die Pressemitteilung gelesen hatte. Ich musste sofort an Francesco Schettino denken. Sie wissen, wer Francesco Schettino ist? Ja, das ist der Kapitän der Costa Concordia, der eben nicht, wie das für ein Kapitän üblich ist, als letztes von Bord gegangen ist, sondern der bei den Ersten war. Und das ist ein Dienstethos, das ich ablehne. Sehr geehrte Damen und Herren, ich freue mich ja, dass die rot-rot-grünen Fraktionen jetzt wieder hellwach sind. Am Anfang ging es ja etwas schläfrig los. Sehr geehrte Damen und Herren, von den Altfraktionen. Sie scheinen mir die Bodenhaftung verloren zu haben. Anders ist es nicht zu erklären, dass im Haushaltsausschuss sämtliche Altfraktionen gegen Anträge der AfD-Fraktion gestimmt haben, mit denen wir die finanzielle Untersetzung der automatischen Diätenerhöhung den Gar ausgemacht hätten. Das hätten wir gerne getan als AfD-Fraktion, weil diese automatische Diätenerhöhung eine Privilegierung ist für uns Abgeordnete, die wir nicht einsehen. Ihre Arbeitseinstellung, die ich eingangs skizziert habe, im Umgang und im
Betreiben des Corona-Parlaments und solche Privilegien wie die sogenannte automatische Diätenerhöhung. Sie nähren die Politik, sie nähren die Parteienverdrossenheit im Lande. Ich kann die Menschen draußen gut verstehen, wiewohl ich das bedauere. Sehr geehrte Mitglieder der Landesregierung, ich frage mich tatsächlich, ob Sie noch gut schlafen können. Das Haushaltsvolumen haben Sie, Frau Taubert, in den letzten 5 Jahren um über 2 Milliarden Euro gesteigert. Über 2 Milliarden Euro mehr bei einer stetig sinkenden Einwohnerzahl in Thüringen, bei einer stetig weiter älter werdenden Bevölkerung in Thüringen, was natürlich bedeutet, dass die wirtschaftliche Produktivität auch rückgängig ist. Das ist das Ergebnis von 5 Jahren Rot-Rot-Grün, beziehungsweise jetzt schon das 6. Jahr Rot-Rot-Grün. Die Schuldenlast unseres kleinen Freistaates belief sich jetzt schon auf 16 Milliarden Euro. Und trotz der fiskalisch fetten Jahre, auf die wir in der Vergangenheit zurückblicken konnten, haben wir jetzt noch mal 1,6 Milliarden Euro obendrauf gekriegt. Das ist eine Landesschuldengesamtlast pro Kopf von 8.000 Euro. Und wenn ich jetzt nur mal die Nettosteuerzahler nehme, dann ist das eine Landesschuldengesamtlast von sogar 24.000 Euro. Und wenn ich uns jetzt mal rausnehme, sehr geehrte Damen und Herren von den Altfraktionen, wenn ich uns mal rausnehme als Steuertransferempfänger, wenn ich die Beamten noch rausnehme, wenn ich die öffentlich Angestellten noch rausnehme, da sind wir mittlerweile bei einer Gesamtlandesschuldenzahl von über 30, vielleicht sogar 35.000 Euro, was Sie den kommenden Generationen aufbürden, wie Sie die Spielräume für unsere Kinder und Enkel jetzt schon einengen. Ich sage Ihnen das als vierfacher Familienvater, das ist für mich absolut unmoralisch, unverwerflich. Mir scheint, sehr geehrte Landesregierung, sehr geehrte Frau Finanzministerin Taubert, Sie haben große Vorbilder. Und jetzt schaue ich mal auf die europäische Ebene. Ich schaue mal zum Handeln der EZB, der Europäischen Zentralbank. Auf europäischer Ebene will die EZB 1,85 Billionen Euro in die Hand nehmen, um Staatsanleihen von insolvenzgefährdeten Staaten zu kaufen. Und Welt Online titelte, ich zitiere, 1,85 Billionen Euro. Die EZB wagt den Aufbruch in die Unendlichkeit des Geldes. Zitat Ende. Wahrscheinlich wollen Frau Taubert und die ganz große Koalition diesen Aufbruch auch für Thüringen. Sie, die Bundesregierung und die EU feiern eine Verschuldungsorgie nach der anderen, als gäbe es kein Morgen mehr. Und das alles unter dem Deckmantel von Corona. Die EZB wird es schon richten. Die EZB finanziert es ja mit aus dem Nichts geschaffenem Geld. Ein Kommentar unter dem Welt-Online-Artikel lautete, ich zitiere, es wird Geld gedruckt ohne Ende, ohne dahinterliegende Wertschöpfung. Die Hyperinflation nebst Schuldenschnitt ist vorprogrammiert und offenbar gewollt. Zitat Ende. Sehr geehrte Frau Finanzministerin Taubert, vielleicht wissen Sie ja mehr, vielleicht wissen Sie ja mehr vom Zustand des Weltfinanzsystems und dem Zustand des Euro als wir. Vielleicht ist das ja sogar Ihr Kalkül, dass die Staatsschulden, die Sie anhäufen, in einer Hyperinflation verbrannt werden. Wenn es so ist, dann bitte ich Sie, sehr geehrte Frau Taubert, machen Sie sich ehrlich und vor allen Dingen erzählen Sie den Thüringern davon, was auf uns zukommt. Klären Sie sie auf, damit sie nicht in die Inflationsfalle laufen. So ehrlich sollte man sein und so redlich sollte man als Finanzminister in Thüringen sein. Sehr geehrte Damen und Herren, die Altfraktionen und die Landesregierung sind im Bereich Corona weiter auf dem Holzweg unterwegs. Sie unterminieren die Wirtschaft und sie unterminieren damit kurz-, mittel- und langfristig auch unsere Staatsfinanzen. Es ist aber völlig egal, ob es ein harter oder leichter Neudeutsch-Lockdown ist. Man kann eine Volkswirtschaft nicht nach Belieben runter und hochfahren. Man kann eine Volkswirtschaft nicht wie eine Lampe ein- und ausschalten. Das führt zu strukturellen Schäden, die nie wieder gut zu machen sind. Und schon Mitte April stellten wir als AfD-Fraktion in einem Corona-Positionspapier fest, die massiven Grundrechtsbeschränkungen und die bewusst in Kauf genommene Schädigung des Wirtschaftslebens waren nicht
erforderlich. Und ein halbes Jahr später haben wir eine Revision gemacht, wir haben mit Faktencheck gemacht, wir haben Zahlen analysiert, wir haben die ersten empirischen Daten zusammengeführt, haben ein zweites Corona-Papier veröffentlicht, das zu demselben Schluss kam, die massiven Grundrechtseinschränkungen und die bewusst in Kauf genommene Schädigung, sie waren nicht erforderlich und sie sind nicht erforderlich. Dieses Land, unser Freistaat Thüringen, braucht Freiheit statt Corona-Angst. Frau Präsidentin, ich weise darauf hin, dass die Fraktionsvorsitzende der Linken gerade zu mir gesagt hat, ich hätte eine Vollmeise. Und an der Stelle will ich vielleicht auch mal darauf hinweisen, dass Sie... Ich werde das im Protokoll nachprüfen und dann werde ich entsprechend reagieren. Dann bedanke ich mich dafür, Frau Präsidentin. Ich will auch an der Stelle auch durchaus mal darauf hinweisen, dass die Position dieses Rednerpultes eine Ungleichbehandlung darstellt. Das muss auch mal öffentlich gesagt werden. Wenn man wirklich auf das Prinzip der Gleichbehandlung setzen würde, dann müsste ich als AfD-Fraktionsvorsitzende nicht immer vis-à-vis zum Block der Kryptokommunisten reden, die allein, wenn ich hier vorne aufschaue, schon Wut- und Heulkrämpfe produzieren. Und der Ministerpräsident, der darf dort drüben sitzen, vis-à-vis zu meiner Fraktion und guckt in das Gesicht freundlicher AfDler. Ja, das ist ein Unterschied. Das ist eine krasse Fehlbehandlung. Und eigentlich müsste dieses Rednerpult, und das vielleicht mal hin. Ja, Sie brauchen sich nicht auf. Sie brauchen sich jetzt hier nicht aufzuregen, Herr Adams. Ich mache mir Sorgen, Herr Müller, ich mache mir Sorgen um Ihre Gesundheit. Vielleicht mal einen Hinweis an die Landtagsverwaltung. Gleichbehandlungsgrundsatz. Dieses Rednerpult gehört bei jeder Sitzung in einer Rochade verrückt. Einmal rechts und einmal links. Weil das ist eine Benachteiligung, was hier läuft. Fakt ist, sehr geehrte Damen und Herren, Fakt ist, für die meisten Menschen geht von dem sogenannten Coronavirus gar keine Gefahr aus. Für diese übergroße Bevölkerungsmehrheit muss ein normales Leben möglich sein. Das sind über 90%, die keine Vorerkrankungen haben, die nicht zu einer Risikogruppe gehören. Für diese Menschen muss es ein normales Leben gehen dürfen. In meinem demokratischen Rechtsstaat gilt die alte Devise in dubio pro libertate, im Zweifel für die Freiheit. Und das heißt natürlich nicht, dass Risikogruppen nicht geschützt werden müssten. Selbstverständlich müssen Risikogruppen geschützt werden. Für den Rest der übergroßen Bevölkerungsmehrheit reicht aber die Befolgung einer Etikette, wie das in jeder Grippesaison der Fall ist. Die Verantwortung für die eigene Gesundheit muss vom Staat wieder in die Hand des Bürgers gelegt werden. Zudem steht zu befürchten, und das haben wir, sehr geehrte Kollegen, ja auch schon hier im Hohen Hause diskutiert, dass fehlende oder ausgefallene Vorsorgeuntersuchungen, Arztbesuche, dass Depressionen, die sich ausbreiten, der Bewegungsmangel, der zu verzeichnen ist, gerade für unsere Kinder und Jugendlichen, dass der wirtschaftliche Niedergang, den Sie mit Ihrer Corona-Politik angelegt haben und zu verantworten haben, dass der mehr Opfer produziert mittel- und langfristig als das Virus an sich. Das ist zumindest zu befürchten. Das ist zumindest möglich und das muss artikuliert werden dürfen. Auch das, was ich gerade an Corona-Positionierung artikuliert habe, muss ein Teil des gesellschaftlichen Diskurses in einer demokratischen Gesellschaft sein. Diese Positionierung darf nicht verleumdet werden, diese Positionierung darf nicht stigmatisiert werden, diese Positionierung muss eine Selbstverständlichkeit sein. Und ich sage das in dieser Deutlichkeit auch in Ihre Richtung, Herr Kollege Vogt, weil Sie der AfD Corona-Leugnung unterstellt haben. Und Sie haben in diesem Interview nicht nur von Corona-Leugnung gesprochen, Sie haben den AfD-Landesverband Thüringen auch aufs Übelste beleidigt. Und das, was Sie dort produziert haben an Unsinn, weise ich in entschiedenen Worten hier und an dieser Stelle zurück. Sie haben mit Ihren Äußerungen, sehr geehrter Kollege Vogt, eine Grenze überschritten. Sie haben eine Grenze überschritten. Sie haben hier versucht, einen neuen, harten Vogt-Sprech zu platzieren. Und ich habe mich gefragt, warum tut er das? Ich habe zwei Erklärungsansätze für mich gefunden, aber vielleicht können Sie dazu noch mal ausführen, wenn Sie hier am Rednerpult sind. Erstens, sehr geehrter Kollege Vogt, ich habe das Gefühl, dass Sie zu viel Zeit mit Ihren neuen Freunden von den kryptokommunistischen Fraktionen im Hohen Hause verbringen. Ich habe das Gefühl,
dass deren totalitäre Diktion in ihren Sprachgebrauch Einfluss genommen hat und Eingang gefunden hat. Das ist der erste Erklärungsansatz. Und der zweite Erklärungsansatz, sehr geehrter Herr Kollege Vogt, ist, dass Sie von Ihrer eigenen Inhaltslosigkeit ablenken wollen mit Ihrer neuen Härte. So scheint es zu sein. Er lächelt zustimmend. Von daher kann man davon ausgehen, dass es so ist. Ja, Sie stehen für reine Inhaltslosigkeit. Das beste Beispiel ist doch die Diskussion um die Windkraft im Wald. Die CDU musste doch zum Jagen getragen werden, wenn es nicht mutige Bürger in ihrem Wahlkreis gegeben hätte, wenn es nicht diese engagierten Bürgerinitiativen gegen Windkraft in Thüringen geben würde, wenn es hier im Land Thüringen nicht eine starke AfD geben würde, dann wären Sie doch gar nicht in die Puschen gekommen. Sie sind doch der Hauptbefürworter als CDU für die Windkraft. Sie haben als Bundespartei in diesem Bereich völlig versagt und haben das Land in eine Sackgasse geführt. Sie sind verantwortlich für 30.000 Windräder in Thüringen. Schauen Sie mal nach Hessen, wo Ihr Parteifreund Bouffier mit den Grünen zusammen ein riesiges Windkraftprogramm aufgebaut hat und die wunderschönen Wälder Nordhessens verspargeln ließ. Man kann jedem Thüringer Wähler nur zurufen, vertraut in der Angelegenheit Windkraft nicht auf die CDU. Wer hier der CDU vertraut, der ist verraten und verkauft. So sieht das nämlich aus. Ja, Sie brauchen sich nicht aufzuregen, Herr Vogt. Für den Machterwerb sind Sie bereit, jeden Inhalt zu opfern. Das ist klar. Ich lese gerade Franz Josef Strauß' Erinnerung. Haben Sie die mal gelesen? Das sollten Sie mal tun, ein interessantes Buch, eine gute Lektüre für jeden, der im Politikbetrieb der Bundesrepublik Deutschland unterwegs ist. Und Franz Josef Strauß hätte Sie wahrscheinlich folgendermaßen beschrieben, sehr geehrter Herr Kollege Vogt. Er hätte von Ihnen ein Bild angefertigt, das sähe so aus, er hätte Sie als glattgeschliffenen, kreisrunden Kieselstein in einem bayerischen Gebirgsbach beschrieben. Sehr geehrte Damen und Herren, die Existenzangst greift um sich. In nie gekannter Deutlichkeit melden sich die Verbandsvertreter zu Wort. Der Präsident des Deutschen Hotel- und Gaststättenverbandes prophezeit, dass nach dem zweiten Lockdown ein Drittel der 245.000 Betriebe seiner Branche die Schließung droht. Der Deutsche Reiseverband rechnet mit einem Umsatzeinbruch bis Jahresende von 28 Milliarden Euro. Der Schauspielverband spricht von einem kulturellen Kahlschlag. Der Vorsitzende der AG Kino bezeichnet die Lage als katastrophal und spricht von Verwerfungen, die weit über die Schließung hinausgehen. Und der Verband der pyrotechnischen Industrie sieht angesichts des auch in Thüringen verhängten Verkaufsverbots für Feuerwehr eine Existenzbedrohung, zumindest aber für dieses Jahr einen Umsatzrückgang von 95%. Wir als AfD-Fraktion versuchen, in einem Eilverfahren zu retten, was zu retten ist. Es geht in Deutschland und Thüringen um die Existenz ganzer Berufsgruppen und Millionen Selbstständiger. Niemals zuvor gab es in der Weltgeschichte so etwas wie einen Lockdown. Niemals zuvor gab es in der Weltgeschichte etwas, das ich gerne als Generalstreik von oben bezeichne. Sie, Herr Ministerpräsident, und Sie, sehr geehrte Damen und Herren von den Altfraktionen, sind die Ersten, die so etwas gemacht haben. Das ist ein historisches Novum und in meinen Augen haben Sie damit historische Schuld auf sich geladen. Wissen Sie, was mich am meisten ärgert, sehr geehrte Damen und Herren von den Altfraktionen? Dass Sie einfach so weitermachen, als sei nichts geschehen. Immer geht es nur um Ihr Klientel, immer geht es nur darum, sich einen hübschen Wahlkampfhaushalt zurechtzuzimmern, immer geht es nur um die eigene persönliche Machtoption, wenn man in Hinterzimmergeklüngel versucht, das Geld zu verteilen. Von staatspolitischer Verantwortung sprechen Sie gerne, aber staatspolitische Verantwortung leben Sie nicht. Das ist Ihr Problem. Oder wollen Sie das, was am 7. Dezember im Bernhard-Vogelsaal drüben im Landtag geschah, unter dem Begriff der staatspolitischen Verantwortung subsumieren? Ich sage Ihnen, was es war. Das war ein großes Geschacher auf Kosten des Thüringer Steuerzahlers. Bei viel Nougat, wie man hört oder aus der Presse entnehmen konnte, bei viel Nougat haben die unbenannte SED, die SPD, die Grünen und die Merkel-Union, die sogar
Gastgeber war. Ja, das Ganze fand im Bernhard-Vogel-Saal statt. Man kann das gar nicht oft genug wiederholen. Das Bekannte, gibst du mir etwas, gebe ich dir etwas gespielt. Und die Thüringer Allgemeine kommentierte, ich weiß jetzt nicht, welcher der Herren es war, ob es Herr Debes, ich glaube, es war Herr Debes, kommentierte, ich zitiere, der Kompromiss wirkt an einigen Stellen wie ein teures Sammelsurium an Dingen, die sich die beteiligten Parteien schon immer wünschten, aber nicht leisten konnten. Zitat Ende. Corona macht es möglich. Große Dissonanzen sind nicht bekannt. 19 Stunden für einen ganzen Haushalt, das zeugt davon, dass es zwischen den Partnern große Schnittmengen gegeben hat. Und an der Stelle könnte man eigentlich sagen, machen Sie sich doch einfach ehrlich, sehr geehrte Kollegen von der CDU, von der SPD, von den Grünen und von der unbenannten SED, machen Sie sich ehrlich und überlegen Sie mal, ob es nicht sinnvoll ist, für die Wahlen im April eine gemeinsame Plakatlinie zu entwerfen. Dann wird den Thüringern draußen zumindest vor Augen geführt, dass hier zusammenwächst, was zusammengehört. Und einen Namen für die neue Koalition im Werden habe ich auch schon gefunden. Ich weiß, Sie lieben Schokolade und wenn Sie mal Rot, Grün und Schwarz zusammenmischen, dann bekommen Sie ganz leicht etwas heraus, das auch wie Schokolade oder besser wie Nougat aussieht. Ich schlage also vor, dass wir in Zukunft von Nougat-Koalition sprechen, wenn wir von der vertrauensvollen Partnerschaft von CDU, SPD, Grün und Linken reden. Sie sollten endlich zur Sache sprechen. Wir sind in der Generaldebatte zum Haushalt. Die AfD gegen die Nougat-Koalition. Wir reden hier über Haushalt, sehr geehrte Frau Präsidentin. Ich rede hier als Fraktionsführer. Ich rede hier im Rahmen einer Generaldebatte als Fraktionsführer selbstverständlich über die Genese des Haushaltes. Und Sie sollten mein Rederecht hier nicht einschränken. Darum bitte ich Sie. Spaß beiseite, ich bin wirklich entsetzt über die Anbiederung der CDU. Während in Thüringen Hunderttausende in existenziellen Nöten sind, haben Sie horrende Summen für die ideologischen Lieblingsprojekte der linken Fraktion bewilligt. Das will ich Ihnen mal hier unter die Nase reiben. 2,25 Millionen mehr für Integrationsförderung, also überwiegend für die Eingliederung von illegalen Einwanderung. Zustimmung von der CDU. 1 Million mehr zur Verbesserung des Betreuungs- und Verpflegungsangebotes in der Erstaufnahmeeinrichtung in Suhl. Zustimmung von der CDU. Wahrscheinlich ist das dann ein kleiner Bonus für das, was dort im letzten Jahr in dieser Erstaufnahmeeinrichtung in Suhl passiert ist. 280.000 Euro Zuschuss an eine Fachberatungsstelle gegen Menschenhandel. Menschenhandel in Thüringen, Fragezeichen, Zustimmung von der CDU, 5,876 Millionen. Und damit nochmal 1,2 Millionen Euro mehr als 2020 für das Landesprogramm für Demokratie, Toleranz und Weltoffenheit. Aus dem, und wir haben es mit vielen Anfragen nachgewiesen, vor allen Dingen linke und linksextreme Strukturen genährt werden. Zustimmung von der CDU. Errichtung und Betrieb einer Beratungsstelle Hate Speech. Zustimmung von der CDU, 650.000 Euro gibt es für eine Landesdiskriminierungsstelle, Zustimmung der CDU, wobei ich den Erläuterungstext des Antrages einfach zu schön finde und hier mal zitieren möchte. Ich zitiere. Ausgaben sind vorgesehen für die Projektförderung durch die Landesservicestelle Bürger-Innenbeteiligung und die Antidiskriminierungsstelle sowie im Zusammenhang mit dem Thüringer Landesprogramm für Akzeptanz und Vielfalt, insbesondere der Koordinierungsstelle LSBTIQ und für die Errichtung und Etablierung eines queeren Zentrums, Zitat Ende, Zustimmung von der CDU. Multikulti, Genderismus, Minderheitenkult, alles kein Problem für die CDU. Thüringen ist unter Rot-Rot-Grün zu einem Feuchtbiotop für Linksextremismus geworden und die CDU hilft nicht dabei, diesen Sumpf trocken zu legen. Im Gegenteil, sie tut alles dafür, dass dieser Sumpf blüht und das ist ein Skandal. Applaus
Ja, sehr geehrte Kollegen von der CDU, ich weiß, es gibt auch wirklich anständige Abgeordnete in Ihren Reihen, aber in Mehrheit haben Sie mitgeholfen, eine steuerfinanzierte, parteinahe Zivilgesellschaft aufzubauen. Keine freie Zivilgesellschaft, die den Volkswillen katalysiert, die die Diskussionskultur auch positiv befruchtet, sondern eine parteinahe, steuerfinanzierte Zivilgesellschaft. Eine abhängige Zivilgesellschaft, die eben nur den Regierungswillen katalysiert und nur den Regierungsparteien als Resonanzraum für ihre Botschaften dient. Und das ist tatsächlich eine Gefahr für die Demokratie in Deutschland. Und an der Stelle möchte ich mal auf das von der CDU-Bundesregierung auf den Weg gebrachte neue Programm gegen Rechts hinweisen. Ein Programm gegen Rechts, das, wie wir wissen und aufgeklärt haben, vor allen Dingen einen Kampf gegen die bürgerliche Welt mit ihren Wertvorstellungen als Grundlage unseres Staates finanziert und vor allen Dingen linke und linksextreme Strukturen fördert. In den nächsten 3 Jahren soll 1 Milliarde Euro in die sogenannte Zivilgesellschaft fließen. Eine Zivilgesellschaft, die eben nicht frei ist, sondern von Ihnen selbst geschaffen worden ist. Und manchmal wünschte ich mir, Sie würden mal mehr linke Theorielektüre genießen oder sich zuführen. Haben Sie noch nie was von Antonio Gramsci gehört oder noch niemals was von Antonio Gramsci gelesen? Das, was Sie hier unterstützen, sehr geehrter Herr Vogt, das ist klassische linke Hegemonalpolitik. Damit unterwandert man den Staat. Sehr geehrte Damen und Herren, mit über 300 Änderungsanträgen haben wir als AfD Schwerpunkte einer alternativen Haushaltspolitik gegen das Altparteien-Einerlei aufgezeigt. Und darauf sind wir sehr stolz. Wir haben uns bei der Antragsformulierung einfach gefragt, was nutzt den Thüringern und was braucht in Thüringen kein Mensch? Illegale Einwanderung braucht kein Thüringer. Wir wollen eine Verabschiedungskultur für illegale Einwanderer und haben das in einschlägigen Änderungsanträgen untersetzt. Und wenn wir von Fachkräftegewinnung reden, dann denken wir vor allen Dingen über die Entwicklung unseres eigenen Nachwuchses nach. Unwirksame Klimaprojekte braucht kein Thüringer. Wir wollen keine Naturzerstörung als AfD, wir wollen echten Naturschutz. Genderismus und 100 Geschlechter braucht kein Thüringer. Wir wollen echte Frauen und Männer und nicht mehr. Und politische Indoktrinierung, sehr geehrte Damen und Herren, braucht kein Thüringer. Ich bin der festen Überzeugung, die Thüringer sind das betreute Denken satt. Was wir wo gestrichen haben, werden Ihnen meine Kollegen dann bei den Einzelplanberatungen ausführen. Grundsätzlich gilt für uns als AfD, wir nehmen das Geld von den Ideologen und geben das Geld den Thüringern bzw. investieren es in die Zukunft unseres Landes. Polizei, da wollen wir eine flächendeckende Ausrüstung mit Bodycams. Wir wollen den Neubau der PI Arnstadt und wir wollen vor allen Dingen die Grundsanierung der Polizeischule in Meiningen. Da müssen wir Spitze in der Bundesrepublik Deutschland sein, damit der Freistaat Thüringen ein attraktiver Arbeitgeber für junge Polizeianwärter sein kann. Feuerwehr. Mehr Mittel wollen wir hier in die Hand nehmen zur Unterstützung der Jugendfeuerwehren, die eine exzellente Arbeit machen, eine pädagogisch wertvolle Arbeit. Und wir wollen eine Erhöhung der Feuerwehrrente über die Brosamen hinaus, die ihnen bisher gewährt werden und Feuerwehrkameraden. Der Einsatz der Feuerwehrkameraden ist unersetzlich und unentbehrlich. Und ich sage an dieser Stelle herzlichen Dank für Ihren Einsatz, liebe Feuerwehrkameraden. Landwirtschaft. Wir wollen mehr Mittel in die Hand nehmen für die Prophylaxe vor der amerikanischen Schweinepest. Sehr geehrte Damen und Herren, die afrikanische Schweinepest, die steht an der Grenze des Freistaates. Und das, was die Thüringer Landesregierung macht, ist viel zu wenig. Da muss nachgebessert werden, da muss mehr Geld in die Hand genommen werden. Wir wollen die Pflege stärken, 4 Millionen mehr für die Unterstützung und Stärkung der Pflege in Thüringen, vor allen Dingen im ländlichen Raum. Wir wollen in die Gesundheit investieren, in ein mobiles Krebsberatungssystem und vor allen Dingen wollen wir den Ausbau des klinischen Krebsregisters unterstützen. Dafür wollen wir Geld in die Hand nehmen. Da ist das Geld gut angelegt. Wir haben dort einschlägige Änderungsanträge. Und im kommunalen Bereich wollen wir vor allen Dingen auch den Härtefallfonds auffüllen, um die Folgelasten bei den Straßenausbaubeiträgen abzumildern. Und lassen Sie mich an dieser Stelle noch etwas zum zweiten Gesetz zur Änderung des Thüringer Finanzausgleichsgesetzes sagen. Gleich werden ja die Redner, die nach mir an dieses Pult treten, versuchen, sich wieder den Kommunalorden ans Revers zu
Heften, vor allem die CDU wird für sich in Anspruch nehmen, Vertreter der Kommunen zu sein. Ich sage Ihnen, liebe CDU, nach dem Desaster, das Ihr Finanzminister Voss angerichtet hat, sollten Sie das nicht mehr tun, wenn Sie sich nicht der Lüge überführt wissen wollen. Sie haben versucht, die Kommunen in Thüringen auf dem finanzpolitischen Weg ins Sterbezimmer zu führen. Das ist die Tatsache. Und die rot-rot-grüne Landesregierung hat dasselbe auf dem strukturpolitischen Weg versucht über die gescheiterte Gebietsreform. Aber so ganz aufgegeben hat sie ihren Plan ja immer noch nicht. Und das, was hier in Gesetzesform als Novellierung gegossen worden ist, dafür sollten Sie sich, sehr geehrte Damen und Herren von den Altfraktionen, einfach schämen. Das ist zu viel zum Sterben, aber zu wenig zum Leben für die Kommunen. Von Umsetzung des Konnexitätsprinzips im Gesetz keine Spur, 110 Millionen mehr. Das ist ein schlechter Witz. Haben Sie allein mal die Aufwendung für die Sozialleistungen überprüft? Wahrscheinlich ist das nicht Erfolg. Sollen weiterhin, so kann man mal fragen, die Sozialleistungskosten, das Haushaltsvolumen der kreisfreien Städte und Landkreise um bis zu 60%, im Durchschnitt sind es 48%, in Ostthüringen sind es über 60% belasten. Und was, auch das darf man fragen, was ist mit den kleinen Gemeinden und den kreisangehörigen Städten? Warum ändert sich beispielsweise der Soziallastenfaktor zu deren Gunsten nicht im novellierten Thüringer Finanzausgleichsgesetz, obwohl die Bundeszuweisung für die Kosten der Unterkunft nach § 22 Sozialgesetzbuch 2 seit dem 1. Januar 2020 um 25% gestiegen sind und die Anzahl der Bedarfsgemeinschaften in Thüringen bekannterweise rückläufig sind. Das jährliche Betteln, das ist die Überzeugung der AfD-Fraktion, das jährliche Betteln der Kommunen muss ein Ende haben. Wir haben immer unser Ja zur kommunalen Selbstverwaltung betont und deswegen müssen die Kommunen vom Land auskömmlich finanziert werden. Das Geld ist da, es muss nur richtig ausgegeben werden. Sehr geehrte Damen und Herren, abschließend will ich noch mal das Kernziel der AfD-Fraktion nennen, das über 300 Änderungsanträge im Haushalt untersetzt haben. Und dieses Kernziel lautet, wir als AfD wollen aus einem Ideologiestaat wieder einen neutralen Staat machen, eine neutrale Institution des Gemeinwohls. Hunderte Millionen, sehr geehrte Kollegen, Abgeordnete, hunderte Millionen könnte man für die Thüringer durch die Ideologisierung der Politik sparen. Wir nehmen dieses Geld, nehmen es den Ideologen und investieren es in die Zukunft unseres Landes. Und an der Stelle möchte ich noch mal betonen, ich freue mich durchaus auf einen möglichen Wahlkampf im April. Die Thüringer hätten was zu wählen, sie haben was zu wählen. Sie können Ja sagen zur neuen Nougat-Koalition. Das wäre dann ein Ja für mehr Ideologie und mehr staatliche Bevormundung. Oder Sie sagen Ja zur AfD. Das bedeutet Ja zu sagen zu Thüringen und Ja zu sagen zur Freiheit. Ich bin mir sicher, dass die Thüringer eine kluge Wahl treffen werden und bedanke mich an dieser Stelle für Ihre Aufmerksamkeit.